Servus Leute, ja, euch allen noch ein gutes und gesundes neues Jahr 2017 und ja, wie jeden Jahresanfang gibt es meine Jahreshighlights 2016 und ja, wie letztes Jahr, ja, meine sieben Jahreshighlights des Jahres 2016. Ihr mögt euch fragen, warum jetzt 7? Ja, ich mag die 7. Ist eine Glückszahl irgendwie. Und dementsprechend sind es eben 7. Ja, fangen wir gleich damit an. Der Platz 7 ist für mich ja, von Andreas Eschbach, Aquamarin, hat mich sehr gefesselt. Ich fand die Story wirklich, wirklich toll. Ja, in der Tiefe des Meeres gibt es ein Geheimnis. Hüte dich vor dem Meer. Das hat man Saha beigebracht. Eine seltsame Verletzung verbietet der 16-Jährigen jede Wasserberührung. In Sea Haven ist Saha deshalb eine Außenseiterin. Die Stadt an der Küste Australiens vergöttert das Meer. Wer hier nicht taucht oder schwimmt, gehört nicht dazu. So wie Saha. Doch ein schrecklicher Vorfall stellt alles in Frage. Zum ersten Mal wagt sich Saha in den Ozean. Dort entdeckt sie Unglaubliches. Sie besitzt eine Gabe, die nicht sein darf. Nicht sein kann. Nicht in Sea Haven. Nicht im Rest der Welt. Wer oder was ist sie? Die Suche nach Antworten führt Saha in die dunkelsten Abgründe einer blau schimmernden Welt. Ja, das ist eine, ja, so eine Dystopie. Zwar nicht so, das Dystopische steht nicht ganz so im Vordergrund, wohl schon es eben Inhalt der Story ist. Ich fand's toll. Wenn ihr mehr darüber sehen wollt, ja, ich habe das auch schon mal rezensiert, glaube ich. Ja, mein Platz 7. Dann kommt mein Platz 6. Und zwar Herr Müller, die verrückte Katze und Gott von Ewald Ahrens. Ich habe das hier hinten gelesen und da wusste ich, ich muss das unbedingt lesen, das Buch. Deswegen lese ich euch das auch mal vor. Eine göttliche Komödie. Yehudi, Erzengel mit einer Vorliebe für Gin Tonic und verantwortlich für die Verwaltung der Seelen im Himmel, stellt bestürzt fest, dass eine fehlt. Kurt Müllers Seele ist bei seinem tödlichen Fensterstutz verloren gegangen und ihr spurloses Verschwinden droht vor der Zeit, den Beginn der Apokalypse auszulösen. Nach einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung aller Erzengel bittet Yehudi in der Not seinen Bruder Abaddon um Hilfe, einen gefallenen Engel und Dämonenfürsten. Kurt Müller aber hat sich derweil als Katze reinkarniert und keine Ahnung davon, dass nicht nur die Himmelsmächte nach ihm suchen, sondern zudem die Unterwelt den Höllenhund auf ihn angesetzt hat, um seine Seele und damit die Schöpfung für immer zu zerstören. Wird es Kurts Tochter Helena gelingen, zusammen mit Yehudi und Abaddon die Seele ihres Vaters zu finden und den jüngsten Tag abzuwenden? Doch da ist auch noch Erzengel Uriel mit ganz anderen Rettungsplänen für das Universum. Und wo ist überhaupt Gott? Ja, vermutlich im Himmel. Und der Himmel ist in Hamburg. Also, ne? Ich war von dem Text schon mal echt so fasziniert und ich fand es so großartig geschrieben. Es ist vielleicht der Schluss, wie ich das vielleicht auch in meiner Buchbesprechung, Rezension erwähnt habe, ein bisschen abgedreht. Ja, aber nichtsdestotrotz einfach richtig geiles Buch und der absolute
Leseempfehlung, mein Platz 6. Ja, kommen wir zum Platz 5. Ja, Platz 5, einmal am Anfang des Jahres und einmal ein bisschen später im Jahr, den ersten und den zweiten Teil von dieser Duologie, glaube ich, schimpft man es, gelesen. Ja, Lost City 1.0 und Lost City 2.0 von Daphne Unruh. Ich fand es sehr, sehr cool und faszinierend. Ja, ich lese euch das auch ganz kurz hier vor. Ja, eigentlich wollte Yuma nach dem Abi in Frankreich jobben, weit weg von ihrem nervigen Stiefbruder Linus, der die ganze Nacht Games zockt. Doch plötzlich taucht bei ihm Amon auf, ein seltsamer Typ mit türkisen Augen. Yuma erscheint er bedrohlich. Gleichzeitig ist sie fasziniert von ihm. Garantiert machen sie etwas Illegales und Yuma beschließt, dem auf die Spur zu kommen. Ein schwerer Fehler. Ihre Nachforschungen katapultieren sie in eine Welt, die nach den Regeln eines Spiels funktioniert. Unversehens findet sie sich im Setting einer verlassenen Stadt mit tödlichen Gefahren wieder und erkennt, dass hier kein Spiel, das ist kein Spiel, in dem man einfach von vorne beginnt, wenn man mal verliert. Es geht ums nackte Überleben und eine gefährliche Liebe. Boah, das ist der erste Teil. Und ja, ich will jetzt euch gar nicht den zweiten Teil will ich euch jetzt gar nicht vorlesen, wirklich. Da geht es spannend auf jeden Fall weiter. Und falls ihr ja Lost City 1.0 und Lost City 2.0 quasi gelesen habt, Daphne Unruh, ja, ist ja auch die Autorin der Zauber der Elemente-Reihe mit Himmelstiefe, Schattenmelodie, Seerosennacht und Blütendämmerung, diese vier Teile. Lost City 1.0 und 2.0 ist jetzt, wie gesagt, kein direktes Spin-off, aber es spielt eben in dieser wundervollen Welt von Zauber der Elemente. Und das finde ich wahnsinnig großartig, dass diese unglaublich tolle Welt von Zauber der Elemente hier benutzt wird, um viele, viele Sachen zu erklären, auch wie es funktioniert und warum es funktioniert. Denn da denkt man sich schon manchmal in den Teilen, wo ist jetzt hier, ne, die Basis dazu. Und ich bin ja jemand, der gerne ja, immer irgendwo eine gewisse Grundlage für solche ja, Fantasy hat. Ne? Ja, mein Platz 5. Lost City 1.0 und 2.0. Dann kommen wir zu Platz 4. Das ist in diesem Fall Lady Midnight von Cassandra Clare. Eigentlich ja die dunklen Mächte, glaube ich, heißt die Reihe. Ja? Und das ist eben der Teil Lady Midnight. Das ist ein Spin-off, ein erster Teil zu eben die Chroniken der Unterwelt, Chroniken der Schattenjäger, das ist ja das andere Spin-off und ja, was es da noch so alles Tolles gibt. Auf jeden Fall spielt es in der Welt der Schattenjäger und hat mich unglaublich begeistert. Ich fand es insgesamt, ist es der beste Teil bisher aus dieser ganzen Schattenjäger-Welt von Cassandra Clare und hat mich sowohl von der Story, von der Schreibweise,
von den ganzen Charakteren, die mitspielen, von der Protagonistin her total überzeugt und ich boah, der Hammer, Wahnsinn. Ja, ich lese euch das hier hinten auch mal kurz vor. Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Die 17-jährige Emma Casteers war damals noch ein Kind und es herrschte ein furchtbarer Krieg, in dem die Schattenjäger-Erzfeinde der Dämonen fast völlig ausgelöscht wurden. Doch Emma ist überzeugt, dass ihre Eltern nicht Opfer dieses Krieges sind, sondern aus einem anderen Grund ermordet wurden. Inzwischen hat Emma Zuflucht im Institut der Schattenjäger in Los Angeles gefunden. Dort erschüttert eine mysteriöse Mordserie die Unterwelt. Als Emma einen Zusammenhang zum Tod ihrer Eltern entdeckt, geht sie dieser Spur nach, auch wenn sie damit den zerbrechlichen Frieden gefährdet, der einen weiteren dunklen Krieg verhindern soll und ihren Seelenverwandten Julian in große Gefahr bringt. Ja, Hammer, atemberaubend, zwar ein ganz schöner Brocken mit 832 Seiten, liest sich aber also wie nix. Mich hat es ungemein gefesselt und das Buch hat einen unglaublichen Zug zum Weiterlesen. Also wenn du damit angefangen hast, das lutscht wie nochmal was. Hammer. Also ich sehr, sehr, sehr begeistert. Ja, das war jetzt Platz 4. In meinem Ranking kommen wir zu Platz 3. Und zwar von Rachel Mead, Bloodlines, der blutrote Zirkel. Das ist der letzte Teil in der Bloodlines-Reihe. Falls ihr nicht wisst, die Bloodlines-Reihe ist wiederum eine Spin-off-Reihe zu Vampire Academy. Und wie ich finde, sogar einfach ja einiges besser noch von der ganzen Story eben als Vampire Academy. Wenn euch Vampire Academy gefallen hat, Bloodlines noch mal einiges cooler, auch wenn wenn eben andere Protagonisten oder andere Protagonistin hier eben die Hauptrolle, wie so schön der Name ist, spielt und eben nicht mehr Rose wie bei Vampire Academy, aber nichtsdestotrotz, ich finde es einfach geiler. Und mich hat der Teil und auch das Ende von Bloodlines ungemein überzeugt und ich habe ja, glaube ich, irgendwie gehört, da soll es auch wieder weitergehen, also nicht bei Bloodlines, sondern mit einem weiteren Spin-off. Wo uns das jetzt hinführt, noch keine Ahnung. Ich höre mich mal um, ob da schon irgendwas, wenn ich was weiß, vielleicht sage ich es mal in einem Video. Auf jeden Fall, da haben wir. Ich fand's grandios, die ganze Reihe und den Teil eben auch. Ja, komme zu meinem Platz 2. Die Gedankendimension von Dima Zales. Der erste Teil, die Gedankenlese. Der zweite Teil, die Strippenzieher. Der dritte Teil, die Erleuchteten. Und der vierte Teil, die Ältesten. Da gibt es noch so Vorgeschichte dazu, so ein kleines Spin-off. Aber die Gedankendimension oder Gedankendimensionen, das ist eigentlich eine vierteilige Reihe, die mich dieses Jahr echt absolut umgehauen hat und total überzeugt hat. Sehr tolle Story, in der es eben um jemanden geht, der sich, wie er es nennt, in die Stille begeben kann. Er kann quasi außerhalb von seinem Körper
agieren und dann steht für ihn in gewisser Weise die Zeit still. Und ja, er kann dann halt so rumgehen und stellt dann plötzlich fest, ja, dass es da noch andere gibt, die das auch können. Und dann geht er die Jagd los, eben zuerst nach diesem Mädel, das er da gesehen hat, als er in einem Casino war. Und ja, wie die Titel ja in den anderen Teilen schon verraten, gibt es da eben auch die Ältesten und die Erleuchteten. Und dann gibt es noch ganz andere, die da gefährlich sind. Und da ist der Protagonist ganz schön in Action. Überhaupt die ganze Story, die ganze Geschichte hat mich total überzeugt. Ich fand's fantastisch. Ich glaube, ich wenn ihr mehr erfahren wollt, ich habe das glaube ich auch besprochen, rezensiert, whatever. Das war mein Platz 2. Tja, und jetzt Trommelwirbel. Was ist denn nun auf Platz 1 bei mir? Welches Buch hat mich 2016 am meisten überzeugt und am meisten auch bewegt? Ich kann es einfach nur ganz deutlich wieder sagen. Die liebe Laura hat mich dieses Jahr, ich habe es am Anfang vom Jahr gelesen, aber eben 2016. Die ganze Story hat mich sehr überzeugt und was willst du da sagen? Ich lese euch das auch ganz kurz mal vor. Emily freut sich auf den Sommer im alten Ferienhaus ihrer Großmutter. Jedes Jahr kommt sie nach Devlin's Hope und genießt die Einsamkeit der kleinen Siedlung. Als jedoch plötzlich dieser Typ auftaucht, geraten Emilys Ferienpläne ins Wanken. Jonah ist nicht nur impulsiv und sieht gut aus, seine Vergangenheit birgt außerdem ein großes Geheimnis. Ein Geheimnis, von dem Emily beschließt, es zu lüften. Tja. Ja, was willst du da sagen? Die Geschichte hat mich von Anfang bis Ende total überzeugt. Ich war sofort in der Story drin, in diesem Garten, in dem der große Teil dieser Handlung irgendwo stattfindet, in dieser ganzen Gegend. Das ist so präsent geschildert und so toll erklärt. So, also du fühlst dich sofort in der Geschichte drin. Laura hat das Talent, sowas mit so wunderschönen Worten zu erzählen, so filigran irgendwie, ich weiß es immer gar nicht, wie es, wenn man das beschreiben kann, mit so wundervollen, wunderschönen Worten, mich hat das ganze Buch absolut überzeugt, ich fand es wahnsinnig toll und wirklich großartig. Auch das Ende, der Schluss, spannend und überraschend, die Wendungen, die Geschichte beinhaltet. Das war dieses Jahr wirklich
mein absolutes Highlight. Ich habe echt lang überlegt, was für ein Buch, was für eine Geschichte mich dieses Jahr am meisten überzeugt hat. Da waren echt Hammerdinger dabei, aber so rundherum, ja, als ich das Buch zugemacht habe, nachdem ich es gelesen habe, da war ich erst mal ein paar Minuten da gesessen und habe mir so überlegt, das Ganze mal so ein bisschen sacken lassen, und das war schon, ja, wisst ihr, wenn ein Buch einfach immer so ein das Quäntchen mehr als nur toll ist, so, ne? Und das hat eben Jonah, und dementsprechend ist es bei meinen Jahreshighlights auf Platz 1 gelandet. Ja, in diesem Sinne, ja, lest mal wieder was. Ciao. Ja, und falls euch die Rezensionen oder Buchvorstellungen dieser 7 Highlights interessieren, dann könnt ihr hier drauf klicken. Das ist nämlich ja, die Reihe zu diesen Rezensionen. Falls ihr ja meine Lesemonate 2016 sehen wollt, könnt ihr hier drauf klicken. Ja, und falls euch meine Neuzugänge vielleicht interessieren, dann könnt ihr hier drauf klicken. Also meine Neuzugänge 2016. Ja, in diesem Sinne, nochmals ciao.